So, Matthias, can you tell us about yesterday's stage 8 of Giro d'Italia? Was quite a long stage. How did you feel? Ja, es war wirklich sehr lange, 240 Kilometer, nur hoch und runter. Die zeichnen hier einfach eine gerade Linie im Profil, aber wirklich in Tat und Wahrheit geht es wirklich nur hoch und runter. Wir haben fast 4000 Höhenmeter gemacht gestern und 6,5 Stunden auf dem Rad. Das sind dann lange Tage und dann nach der Etappe noch ein langer Transfer. Da stehst du wirklich morgens früh 7:30 auf und gehst abends, stehst du um 10 Uhr auf vom Tisch vom Essen und das sind dann wirklich lange Tage. Und deshalb eben war ich wirklich froh, heute war ein bisschen kürzer, nur 160, kurzer Transfer vor dem Start und konnte wirklich mal ausschlafen, das hat wirklich gut getan. Okay, so for the transfer, you made it by bus or by car? If you made it by car, with who were you? Can you explain a bit? Ah, gestern im Zielankunft war ich da am Berg oben, waren etwa 80 Kilometer zurück ins Hotel und da geht es natürlich am einfachsten, wenn man mit dem Auto gehen kann, irgendwo Auto sitzen kann und wegfahren kann, kann man viel schneller vorwärts, aber ich war eben gestern noch ausgelost für die Dopingkontrolle und deswegen auch ein bisschen hinterher schon ein bisschen spät rangekommen, weil ich mit dem Gruppetto reingekommen bin und dann muss ich halt mit dem Bus runter und da verliert man locker noch mal eine halbe Stunde, einfach weil der Bus halt nicht überall durchkommt, wo man mit dem Auto durchkommt und ein bisschen langsamer ist. Okay. Then you arrived in the hotel. How did you? What do you think about the hotel we were in yesterday? Also ich muss sagen, bis jetzt hatten wir gute Hotels hier beim Giro. Wirklich schön. Gestern war nicht schlecht. Auch nicht gerade super. Was noch speziell war, wir konnten erst um 9 Uhr essen. Also die hatten noch gar nichts vorbereitet bis 9 Uhr. Und nachher war dort noch eine Geburtstagsparty, Kindergeburtstag oder sowas. Also war ziemlich laut. Aber ich habe gute Europacks und da will ich nichts. So then, in the hotel there was a wedding. Did you get? Were you bothered by here by that to sleep, or how was your night then? Eben, wie gesagt, ich habe gut geschlafen. Ich war kaputt, war wirklich müde nach den 6,5 Stunden auf dem Rad. Und ein paar gute Europacks rein und dann hörst du da gar nichts. So this morning the stage was shorter. So, can you tell us at what time you left the hotel in the morning, and if you did something during the morning before we left the hotel? Also eben mal, was ich sicher gemacht habe, war ausschlafen. Wirklich, habe um 10 Uhr gefrühstückt und habe bis 9:30 Uhr, ja, 9:30 Uhr bin ich im Bett geblieben. Das hat wirklich gut getan und eben, wir hatten einen kurzen Transfer, ich glaube 11 Uhr sind wir weggefahren. Das sind dann wirklich schöne Tage, also ja, nur 4 Stunden Radfahren, flach. Das hat wirklich gut getan, nochmal nach diesen drei wirklich schweren Tagen, Freitag, Samstag, Sonntag, letzte Woche war das wirklich gut heute. Okay, and can you describe the stage for you, how it happened, how you felt? Ja, ich bin so lala, also im Moment läuft es bei mir überhaupt nicht. Ich war krank dort in Dänemark, mir eine ziemlich wüste Erkältung eingefangen. Und ja, bis jetzt ist nicht besser geworden und nicht wirklich viel besser geworden. Ich habe jetzt vom Doktor Antibiotika bekommen und jetzt geht es langsam wieder berghoch. Aber es ist ein bisschen komisch. Ich war wirklich gut in Form vor dem Giro, so Giro Trentino und so weiter, wirklich super gefühlt und gedacht, ja, das wird ein toller Giro für mich. Aber es ist irgendwie wie wenn jemand den Reset-Knopf gedrückt hätte und meine Form irgendwo weg wäre. Und na, so ist halt schwierig. Also ja, ich bin bei 90%, würde ich sagen. Ich bin nicht krank, aber ich bin auch nicht 100% fit. Und mit 90% bist du halt einfach da, aber kommst nirgends
so nicht auf einen grünen Zweig. Also es läuft nicht so wie gehofft, aber es geht noch lang und ich hoffe, es kommt noch. Okay, and that was this massive crash at the end. Danilo didn't crash, but he was stopped by it. He was a little bit disappointed at the end of the stage. Did you talk with him about it or Ja, something? eben, erstmal würde ich sagen, hatten wir Glück, dass von uns niemand gestürzt ist, niemand in diesem Sturz war. Das ist halt auch, das gehört ein bisschen zum Giro. Da fährt man 150 Kilometer geradeaus auf einer großen Straße und dann im Finale die letzten 15 Kilometer geht's hoch, runter, links, rechts und 400 Meter von dem Ziel noch eine 90-Grad-Kurve. Da ist halt wirklich die Gefahr groß, dass es einen Sturz gibt. Und ja, es war schade. Ich denke, Danilo war vorne dort und hätte sich ein gutes Resultat machen können. War enttäuscht, aber auf der anderen Seite müssen wir froh sein, dass wir alle noch ganz sind, dass wir nicht gestürzt sind. Und das ist das Wichtigste. So now you're arrived in a new hotel. How did you go there after the arrival? Did you go by same question as yesterday, by bus, by car, and with who were you? Ja, ich war mit einem von uns Mechanikern direkt losgefahren nach der Zielankunft. Eine knappe Stunde, 80, 85 Kilometer. Wir sind fast in Rom, also vorher, wo wir da durchgefahren sind. Auf der Autobahn konnte ich den Dom sehen, den Vatikan dort. Und sind schon ziemlich im Zentrum und dementsprechend ist auch der Verkehr. Also die letzten 5 Kilometer haben fast gleich lang gedauert wie in die 30 Kilometer auf der Autobahn. Aber wir haben es geschafft und ist gut. Okay, so now that you arrived in the hotel, you had the message. Can you tell who is giving you a message and if you talk with him or that and if you did something else since you arrived in the hotel? Ja, eben viel mehr habe ich nicht gemacht als Massage gekriegt bis jetzt. Mein Masseur ist Anthony Pauls, das ist der Bruder von Serge Pauls, der bei Quickstep Profi ist. Und ist wirklich ein super, super Junge, ist gleich alt wie ich und hat Osteopathenausbildung, also wirklich intelligenter Junge und ein Osteopath im Team zu haben ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, eben wenn irgendetwas nicht ganz gut ist im Körper, eben, da kommen ganz viele kleine Sachen zusammen und eben ohne Blockade ist oder so, kann er dir halt auch helfen. Also es ist nicht nur die Massage, sondern eben auch eine Behandlung beim Osteopathen und das ist sicher viel wert und da werden wir auch beneidet von anderen Teams. Also er hat schon ein paar Aufträge entgegengenommen von Lotto und so weiter bis jetzt. Also ist ein sehr gefragter Mann hier. Okay, so now you are going to go to join your teammates for the dinner. What is at this moment of the day for you? Are you relaxed? How do you feel in that moment? Ja, ich bin wirklich relaxed jetzt. Also der Tag ist vorbei. Viel mehr gibt es nicht mehr zu tun und außer wirklich zu erholen, Speicher wieder aufzufüllen, ein gemütliches Essen mit den Teamkollegen und bald aufs Ohr hauen. Also von dem her ist der Tag vorbei und das ist schön. How is the atmosphere in the team? Ja, die Atmosphäre ist super. Also wir haben eine gute Truppe hier. Lockere Jungs und eben wir hatten einen super Start zum Giro mit dem Leader-Trikot von Taylor und mit seinem Sieg im Prolog und eben das hat der Moral sicher viel geholfen und Stimmung ist gut und das hilft dir persönlich dann auch, wenn du am Abend ein bisschen reden kannst mit ein paar Kollegen. Das macht schon Spaß. And last question, have you already seen the stage profile of tomorrow? And do you have any, or what's your idea of this stage for tomorrow? Ja, ich habe das Profil schon ein bisschen studiert und vorher auch mit den beiden sportlichen Leitern angeschaut bei uns im Zimmer und ja, es ist ein schweres Finale dort nach Assisi mit einem steilen
steilen Stück kurz vor dem Schluss und es wird sicher eine spannende Etappe und ich denke mal, wir werden schauen, dass wir unsere beiden Gesamtklassementsfahrer Marco Binotti und Johann Job vorne haben und diese beiden unterstützen und schauen, dass sie möglichst gut durchkommen. Okay, perfect, thank you.